Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video von unterwegs. Bin im Auto unterwegs nach Saarbrücken und möchte euch da heute ein bisschen mit durch den Tag nehmen oder zumindest durch den Vormittag, denn ich bin unterwegs zum Saarländischen Rundfunk und ja, bin da eingeladen, um hinter die Kulissen zu schauen und ja, dachte mir, ist vielleicht für euch auch interessant, vielleicht gibt es noch ein paar mentale Aspekte, die ich damit einfließen lassen kann. Ich weiß zwar noch nicht genau, ob ich, also filmen darf ich, das weiß ich, aber ob ich es auch ja, komplett veröffentlichen darf, das weiß ich noch nicht. Das könnte man mir am Telefon noch nicht zusagen, das muss ich jetzt gleich nochmal abklären. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich beim Saarländischen Rundfunk oder zumindest an der Pforte nochmal. So ihr Lieben, ich bin inzwischen auf dem Heilberg angelangt und jetzt schauen wir mal, was uns hier so erwartet. So ihr Lieben, das waren ein paar Blicke hinter die Kulissen der Saarländischen Rundfunks. War mal ganz interessant, das zu sehen. Diejenigen von euch, die mich schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich jetzt kein Fan davon bin, regelmäßig Fernsehen zu schauen oder gar mehr Nachrichten anzuschauen. Da halte ich mich ja völlig fern von, aus verschiedenen Gründen, weil ich da einfach auch ja, darauf achte, mit was ich mein Gehirn füttere an Informationen. Und dass so ein Sender einfach natürlich das bringen muss an Nachrichten, was die Masse interessiert. Ja, das ist verständlich, das ist klar. Es gab ja mal, glaube ich, in Großbritannien vor einigen Jahren mal so ein Versuch irgendwie, von einem Zeitschriftenverlag war das aber, glaube ich, mal wirklich nur positive Nachrichten zu bringen, wo es einfach um das Thema Glück und Erfolg in erster Linie ging und nicht um ja, irgendwelche Negativitäten. Und dieser Verlag hat natürlich nicht lange durchgehalten, ein halbes Jahr, glaube ich. Das ist nun mal leider so, dass viele Menschen einfach mehr drauf aus sind, ja, diese Schlagzeilen zu konsumieren. Okay, dann werde ich mich mal wieder zurück auf den Heimweg machen. Und ja, vielleicht waren für euch die Eindrücke hinter die Kulissen eines Senders, ja auch mal ganz interessant. Nichtsdestotrotz, kleiner Appell nochmal zum Schluss. Schaut, was ihr in euer Gehirn an Informationen reinlasst, was ja, da an Informationen ihr in euer Gehirn reinlasst, dahingehend, was euch wirklich weiterbringt, was euch gute Gefühle verschafft. Das wäre so
mein letztes Appell jetzt hier noch heute zu diesem Video. Denn man tut sich ja letzten Endes keinen Gefallen damit, wenn man sich, ich vergleiche das immer gerne wie mit so einer Kuh, wiederkäut, immer wieder die Tagesgeschehnisse durchkaut. Letzten Endes schickt man diese Gedanken nur in die Welt. Und vom Herzen her wollen wir doch letzten Endes auch mehr das Positive verbreiten. Und deshalb sollten wir uns auch mehr auf das Positive konzentrieren. Schick euch eine herzliche Umarmung. Danke für euer Dabeisein. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss, die Irmgard.